Also dadurch, dass wir ja keine Insel sind, sondern die ganze Welt mittlerweile zusammenwächst und man kann ja heutzutage nicht mehr wegschauen, wenn irgendwelche Cops einen Schwarzen in den USA erschießen. Also tun das durchs Internet und die modernen Medien, sind wir früher oder später einfach eine Welt und jeder ist verantwortlich dafür, was dem anderen widerfährt. Und aber wenn du jetzt speziell die Zukunft ansprichst, möchte ich anfangen mit der Zukunft, vor der wir uns nicht wehren können. Also quasi, wo die Menschen keinen Einfluss mehr dran haben. Und da komme ich mal auf unser Klima zu sprechen. Ich meine, die Wissenschaft sagt seit 30 Jahren konkret, in welcher Situation wir uns aktuell befinden. Und wir kommen nicht mehr aus, sagen wir einfach so. Wir sind einfach, es ist 5 Minuten vor 12 und das Klima wird sich verändern und wir haben gerade einen jährlichen Anstieg. Einen exponentiellen Anstieg kann man da betrachten, was die globale Temperatur angeht, das globale Klima. Und Salzburg wird zum Rotweingebiet werden. Und bei uns werden Pfirsiche wachsen. Und bei uns wird es viel regner. Es wird ganz neue Insektenarten werden auftauchen, irgendwelche Stechfliegen, die wir bis jetzt noch gar nicht kennt haben. Es werden Arten verschwinden, es werden neue dazukommen. Die Natur passt sich an. Aber jetzt geht es ja nicht um die Natur, sondern um den Menschen in der näheren Zukunft. Und wir in Salzburg werden es einigermaßen leicht haben. Ich meine, Deutschland wird zum Hurricane-Gebiet. Und wir werden natürlich viel Überschwemmungen abkriegen, aber dadurch, dass wir immer schon relativ starke Naturverhältnisse ausgesetzt waren, sind wir relativ gut vorbereitet. Und bei uns ist natürlich auch die Technologie und das Geld vorhanden, um dem einigermaßen entgegenzusteuern. Aber natürlich schaut es an anderen Flecken in der Welt gar nicht mehr so gut aus. Sämtliche Küstenstädte werden betroffen sein. Da wird es zu Flüchtlingsströmen kommen, die jeden Krieg in Schatten stellen. Und die Welt wird sich ganz neu arrangieren müssen. Aber das passiert in den nächsten 50 Jahren schon. Und wenn wir jetzt dann von den nächsten 100 Jahren reden, wir haben eine Chance, eine gewaltige Chance, und zwar, dass wir jetzt, und es wird auch viel dafür da, also wenn man jetzt schaut, Deutschland macht einen Atomausstieg 2030. Und Norwegen hat schon einen Vertrag unterschrieben, dass die Elektroautos in früherer Zeit einfach die führenden sein werden auf der Straße. Es wird einfach kein Verbrennungsmotor mehr zugelassen, der mit nicht erneuerbaren Energien funktioniert. Und wie gesagt, wir steuern dem eh schon entgegen. Das Ozonloch verkleinert sich wieder, das haben wir früh genug erkannt. Und deswegen werden wir auch das mit dem Klima in den Griff kriegen, aber es wird auf alle Fälle schmerzhaft werden. Und wie es weitergeht. Die großen Träume der Menschheit, die jede Religion befriedigen versucht seit Anbeginn der Zeit, ist, was passiert nach dem Tod? Kann ich mein Leben verlängern? Die Menschen haben eine unglaubliche Angst vor dem Sterben, die haben einen größeren Selbsterhaltungstrieb als jedes andere Tier im Tierreich. Und uns unterscheidet natürlich auch vom Tierreich die Moral, die wir uns selber über Jahrtausende erschaffen haben. Und besonders in der letzten Zeit, seit der Renaissance einfach, und auch dank großer Philosophen haben wir einen Weg gefunden, oder Erklärung gefunden, die allgemein gültig zu sein erscheint auf unserer Welt, was Gut und Böse angeht, was Recht und Unrecht angeht. Und das spiegelt sich ja in unsere Gesetze wieder. Also sämtliche säkulären Staaten, die eben nicht die Religion mit einmischen in ihre Gesetze, haben mittlerweile da, klar gibt es veraltete Sachen, aber eben zum größten Teil einfach stehen da einfach Sachen da, die unsere heutige Moral widerspiegeln. Wie nicht nur, du sollst nicht klauen oder du sollst nicht Ehe brechen, sondern stehen da einfach, wie gesagt, und jedes kleine Kind versteht heutzutage, was okay ist und was nicht okay ist. Und deswegen sehe ich auch einen relativ guten Drive, den die Menschheit gerade hat. Besonders durchs Internet und durch das, dass eben jedes kleinste Ding, was auf der Welt passiert, jedes kleine Unglück, wird einfach global erkannt und der globale Schmerz dafür steigt natürlich. Früher hat man das nicht mitgekriegt. Wir haben 2016 das beste Jahr der Menschheit gehabt, mit der geringsten Mordrate unter Menschen, noch nie sind so wenig Kinder gestorben. Also die Kindersterblichkeit ist unglaublich zurückgegangen. Wir haben eine unglaubliche Entwicklung hinter uns in den letzten 50 Jahren. Also wir haben es wirklich geschafft. Und klar haben wir mal einen Knopf gedrückt und Atombomben abgeworfen und haben uns die Finger verbrannt. Aber wie gesagt, wir sind in unserem globalen Bewusstsein erst Teenager. Und wir sind, kommen gerade erst drauf, was für die Zukunft irgendwie, also besser gesagt, dass
dass nichts anderes zählt, als dass wir die Zukunft für unseren Ort, für uns, für die Menschheit erhalten. Und zwar so, wie es wir vorgefunden haben. Und es geht auf alle Fälle ein Trend in die richtige Richtung. Die Menschen wollen heutzutage schon die Welt besser verlassen, als sie es vorgefunden haben. Klar gibt es immer wieder ein schlimmes Kind im Kindergarten, aber im Großen und Ganzen sehe ich da echt gute Entwicklung. Und wenn es wirklich dann 150 Jahre in der Zukunft, wenn wir mal einfach so weit denken, dann sehe ich ein mögliches Utopia, wo es nicht einmal mehr Geld gibt, wo jeder Mensch auf der Welt ein Dach über dem Kopf hat, jeder Mensch machen kann, wozu er Lust hat. Und gerade dann, wenn Menschen einfach machen können, was wollen, wenn sie grundversorgt sind, entstehen die besten Sachen. Der Newton hat in dem Jahr, wo ihm die Uni ausgefallen ist, aufgrund von so, ich weiß gerade gar nicht genau, weswegen das war. Auf jeden Fall hat er einfach mal 2 Jahre nicht studieren können und in der Zwischenzeit hat er Calculus entwickelt und sämtliche Gesetze der Optik und das Gravitationsgesetz. Also wie gesagt, wenn Menschen grundversorgt sind und wenn sie alles haben, was sie brauchen, wenn sie nicht um ein Leben fürchten müssen, wenn sie was zum Essen haben, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben und wenn sie auch reisen können und vor allem Informationen nicht mehr verboten bleiben oder einfach für jedermann frei da sind, und wir gehen ja genau in die Richtung, dann lösen sie sämtliche Dogmen auf und es wird eine Zeit geben, in der die Menschen komplett in Frieden leben. Und wenn wir um 2150 denken, dann werden wir bereits eine Marskolonie haben, werden wir eine Mondkolonie haben, wir werden anfangen zu den Sternen zu fliegen. Da, wo wir früher noch aufgeschaut haben und uns überlegt haben, ob die irgendwie einen Zusammenhang mit unserer Zukunft haben, dort fliegen wir dann hin. Gerade eben ist einer unserer nächsten Sterne, das nennt sich Proxima Centauri, das Sternsystem, das ist nur 5 Lichtjahre entfernt, circa, ich weiß nicht genau. Und durch Zufall, so wie es ausschaut, ist dort sogar ein erdähnlicher Planet. Das ist noch nicht ganz sicher, aber wie gesagt, es ist in unserer greifbaren Nähe. Das wäre mit einem Raumschiff zu dem Zeitalter vielleicht nur mehr ein Flug von 20 Jahren oder von 30 Jahren. Und wir setzen unsere Füße auf einen anderen Planeten, auf dem es auch Wasserfälle gibt und möglicherweise Leben. Und wenn es kein Leben gibt, dann sind wir die Schöpfer auf dem Planeten und werden dort einfach Leben gründen. Die Sache mit dem Tod und die Sache mit den Krankheiten, die wird sich in den nächsten 50 Jahren lösen. Bereits jetzt eben durch die CRISPR-Gen-Editing-Methode oder durch an fast keinem Thema der Welt wird so intensiv geforscht, als den Tod zu besiegen. Und auch da sehe ich, besonders in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz, die dann irgendwann in den nächsten 10 Jahren auftauchen wird, einfach eine unglaubliche Chance für die Menschheit. Und wenn es einigermaßen hier hat und wenn die Grundversorgung hier hat, dann entwickelt sich da eine Zukunft außer, wie sie sämtliche Weltreligionen in einem Paradies nicht einmal vorstellen können. Oder in einem Himmel. Und auch die Menschen, die sterben, da wird es möglich sein, dass man den kompletten Verstand, das Connecten, jedes Neuron, jeder Gedanke, jede Erinnerung, die der Mensch jemals gehabt hat, das wird man einfach speichern können in Form von einem Computer. Und mit den richtigen Algorithmen kann man dann, und man wird möglicherweise auch weiterleben können in einer virtuellen Welt. Und man kann die Enkel 5 Generationen später kennen, die nur einfach in der Computerwelt besuchen und können mit dir Fußball spielen. Oder du packst dann einen Roboterkörper aus und machst das Gleiche. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Der Tod wird kein Thema mehr sein für die Menschen. Es wird nur, irgendwann wird es einmal einfach eine Einheit geben und da werden die Sachen zählen, die wirklich zählen, die Menschen zum Lachen bringen, die Menschen auf Freude machen. Kleine Kinder werden nicht mehr indoktriniert werden. Keine Kinder wird nicht mehr ein imaginärer Zauberer ins Hirn gesetzt, der es immer beobachtet, sondern die können sich komplett frei entwickeln und die können einfach herausfinden, was es wirklich heißt, Mensch zu sein. Und da in dem Menschsein, in dem Menschlichsein, steckst du schon allein was Gutes drin. Wenn ich sage, der ist besonders menschlich, dann meine ich was Schönes damit. Und genau das ist ja das, was die Menschen spüren wollen und haben wollen. Wir wollen ja, dass es alle gut geht. Klar gibt es immer ein schlimmes Kind im Kindergarten, das habe ich ja schon gesagt. Aber das schlimme Kind im Kindergarten, das kann man mit den richtigen Worten und mit der richtigen Behandlung zum coolsten Menschen formen. Und das kann auf alle Fälle, und zumindest die schlimmen Kinder im Kindergarten werden später dann einmal die interessantesten Menschen. Weil es eben möglicherweise einfach, weil in ihnen was steckt, eine Frage steckt, die sie unbedingt klären wollen. Oder einfach das System verändern wollen. Das steckt natürlich auch in uns Menschen drinnen. Warum steigen wir auf den höchsten Berg? Warum fliegen wir auf den Mond? Wir wollen einfach mehr, wir wollen einfach aussehen. Wir,
Aber wenn alle sagen, ihr stürzt am Ende des Ozeans runter vom Schildkrötenrücken oder was auch immer und dann seid ihr verloren, sitzen sie leider in einem Schiff und treten eine Reise an ins Nirgendwo. Einfach nur, weil sie wissen wollen, was auf der anderen Seite da ist. Und genau das ist die Eigenschaft, die uns Menschen die Grundangst besiegen lässt. Die Angst vor Veränderung, die Angst vor dem, dass mir andere was haben könnte, was ich selber nicht habe. Die Begeisterung für das Erforschen des Neuen. Und das widerspiegelt sich natürlich absolut in der Kunst. In jedem Tanz, in jedem Song, in jedem Bild, das gemalt wird, in jedem Film, der draht wird. Da kommt immer eine einzige Botschaft raus. Und zwar, wir können es schaffen. Und wir sind gut. Menschen finden einen Weg. Aber wie gesagt, wir sind Teenager und das Erwachsenwerden, das ist nicht mehr weit weg. Und ich freue mich auf die Zukunft.